präsentiert von opensourcepodcast.de, Ihr Profi-Cast für freie Software. Wer bin ich und wie kann ich für mich persönlich das Moodle-System anpassen? Dies sind die zentralen Fragen des Profils. Nach dem Login finden Sie in der Startzeile einen Hinweis, dass Sie als Person angemeldet sind, also Ihr Status wird dargestellt. Gleichzeitig ist Ihr Name ein Link. Mit einem Klick auf Ihren Namen an dieser Stelle oder auch später überall dort, wo Ihr Name angezeigt wird, bietet er die Möglichkeit, Ihr persönliches Profil aufzurufen. Hier steht das persönliche Profil. Die Daten, die hier eingetragen sind, sind auch für andere Nutzer des Systems sichtbar. Sie können sich hier vorstellen. Hier sind drei Reiter. Über den Reiter Profil bearbeiten haben Sie jederzeit die Möglichkeit, die eingegebenen Daten zu kontrollieren und gegebenenfalls anzupassen. So können Tippfehler in Ihrem Namen, eine Namensänderung, die E-Mail-Adresse, Stadt und Land, Daten, die Sie schon bei der Registrierung eingegeben haben, ausgefüllt und korrigiert werden. Ein nicht ganz unwichtiges Feld ist das Feld Beschreibung. Es gibt häufig eine kleine Verwirrung, weil dieses Feld, nachdem Sie es erstmals aufgerufen haben, ein Pflichtfeld ist. Sie merken das an diesem roten Sternchen. Das heißt, hier muss ein Eintrag gemacht werden. Hier können Sie sehr schön eine Beschreibung zu Ihrer eigenen Person, Ihrer Aufgabe, Ihrer Rolle im Moodle-System oder aber auch vielleicht auch Ihren Hobbys, Ihrer Stellung im Unternehmen oder Ähnliches eintragen. Gerade Trainer und Dozenten, aber auch Lehrer sollten dieses Feld für sich ausfüllen. Denn es ist eine wichtige Orientierung für die Teilnehmer, manchmal auch bevor sie ein Seminar belegen, diese Informationen verfügbar zu haben. Sollten Sie tatsächlich der Ansicht sein, hier gehören keine Informationen rein, dann setzen Sie dort einen Bindestrich, einen Punkt oder ein anderes unverbindliches Zeichen hinein, damit zumindest ein Eintrag vorhanden ist. Ein einfaches Leerzeichen reicht nicht aus. Würden Sie anschließend Ihre Einträge unten aktualisieren, damit abspeichern, dann würde die Seite an dieser Stelle stehen bleiben und hier oben dieses Feld würde rot umrandet werden und damit Ihnen anzeigen, hier ist ein Pflichtfeld. Das Pflichtfeld wird über dieses Sternchen deklariert. Ich weise auf diesen Punkt besonders hin, weil es tatsächlich immer wieder mal zu Supportanfragen und Unterstützungswünschen führt. Ein zweiter empfehlenswerter Eintrag ist ein persönliches Nutzerbild, ein Porträtfoto. Es wird später bei allen Ihren Aktivitäten angezeigt und führt sehr stark zur Personalisierung dessen, was im Kursraum passiert. Über Durchsuchen finden Sie sich auf Ihrem eigenen PC wieder. Jetzt schauen wir gerade nach, wo ich mein Porträtfoto abgelegt hatte. Hier ist es. Klicken das an, das wird hier übernommen. Und mit Öffnen wird es auch hier eingetragen. In dem Moment, in dem Sie hier unten Ihr Profil aktualisieren, werden die Daten übernommen. Für den Fall, dass Ihr Bild nicht angezeigt werden kann, weil vielleicht die Datei kaputt ist oder ein Nutzer die Bildanzeige unterdrückt hat oder vielleicht sehbehindert ist und aufgrund dessen mit Hilfsmitteln die Lernplattform nutzt, ist eine Bildbeschreibung ganz sinnvoll, ein sogenannter Alt-Tag, ein alternativer Text, der immer dann angezeigt wird, wenn das Bild nicht zur Verfügung steht. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, hier noch Interessenfelder einzutragen oder unter Optional zusätzliche Felder aufzuklappen, wo Sie weitere Einträge mitmachen können. Diese Felder alle sind optional, also freiwillig, hier ist kein rotes Sternchen. Das heißt, Sie können sich selber entscheiden, ob diese Daten denn in irgendeiner Weise jemand anderem zur Verfügung gestellt werden sollen. Mein persönliches Motto hierbei ist, ich werde nur die Daten ausfüllen und in einem solchen System hinterlegen, von denen ich auch sage, es ist unbedenklich, dass ich die an andere weitergebe. Haben Sie alle Daten ausgefüllt? Dann gehen Sie an den Fuß der Seite, sagen Profil aktualisieren, Ihr Foto wird hochgeladen und verkleinert und in zwei Versionen anschließend im System zur Verfügung gestellt. Hier ist nun mein persönliches Profil. Und ich kann jederzeit selber darauf zugreifen und andere Teilnehmer, andere Dozenten haben ebenfalls Informationen über mich.